Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch nochmal ein Kühlgerät zeigen. Vorab auch, ich habe noch ein paar andere bekommen, die ich alle dann einzeln aufnehmen möchte und euch kurz vorstellen. Hier haben wir wieder ein Kühlgerät von One Concept. Ich zeige euch auch mal kurz, was noch alles dabei ist im Lieferumfang. Einmal eine Bedienungsanleitung in Englisch und in Deutsch. Dann haben wir, wie ihr hier seht, zwei Kühlakkus. Zeige auch wofür. Dann habt ihr, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hier unten ein kleines Sichtfenster, wo ihr das Wasser sehen könnt, Minimum und Maximum Standsanzeige, wie weit ihr das Wasser hier drin auffüllen könnt in den Wasserbehälter. Das zeige ich euch aber auch gleich. Dann haben wir hier das Bedienfeld von aus hohe Stufe, mittlere, leichte Stufe. Hier kann man zuschalten, damit sich das Gitter hier dann langsam rechts und links bewegt. Dann haben wir hier eine Timer-Funktion auf bis zu 120 Minuten, das heißt 2 Stunden, oder auf On für die ganze Zeit ein. Und hier kann man nochmal eine zusätzliche Kühlung mit zuschalten, dass es noch ein bisschen kühler, kühle Luft rausbläst, sagen wir mal so. Dann haben wir rechts und auch links solche Tragegriffe, womit man das Gerät leicht tragen kann. Hier oben ist so ein kleiner Deckel. Wofür der genau ist, weiß ich jetzt selber nicht genau, das schreibe ich in die Rezension mit rein, wenn ich es herausgefunden habe. Dann kommen wir zum hinteren Teil. Hier befindet sich der Filter, den man hier rausnehmen kann zum Abwaschen. Einmal kann man das hier wegziehen. Dann kommen wir hier zum Filter. Moment. So, und den kann man hier dann auch rausnehmen und dann auch waschen. Ja, danke. Und dabei sollte man den auch richtig wieder trocknen lassen und dann einfach wieder in Betrieb nehmen. So habe ich das herausgelesen aus der Anleitung. Dann stecken wir das hier wieder zurück. So. Hier habt ihr eine Kabelaufwicklung, womit ihr, wenn ihr das dann Gerät nicht mehr verwendet, einfach da wieder zurück tun könnt. Und hier haben wir auch mal den Behälter von der anderen Seite. Das seht ihr auch, weil das Wasser ist etwas über dem Minimum. Hier ist die Maximumanzeige. Hier ist ein Sicherungsstift. Jetzt könnt ihr das hier so ein bisschen rausziehen. Moment, ich halte mal das Gerät. So, ihr seht, hier unten ist das Wasser. Ihr könnt jetzt die Kühlakkus könnt ihr hier mit ins Wasser reinlegen. Und hier könnt ihr Eiswürfel mit reinlegen. Ja, das soll alles für ein besseres Kühlergebnis sorgen. Und ja, okay, der Kleine will das mal reintun. Mach mal rein. Nein, nicht da. Mach's mal hier rein. Hier. Okay, so, Vorsicht, jawohl. Vorher natürlich ins Gefrierfach tun, damit das der Kühlakku natürlich vereist. Den können wir auch mit reintun. Tu mal mit rein. Okay. So, jetzt machen wir das Gerät wieder zu. Sicherungsstift. Okay. So, jetzt drehe ich das Gerät um und zeige euch mal kurz hier die Funktion noch mal genauer. So, ich mache mir jetzt mal hier Always an und mache auf Low, weil ich will es so bloß demonstrieren. Das bringt euch nichts, wenn ich euch sage, das pustet hier herrlich und stark und hin und her. Die Gitter habe ich schon mit zugeschaltet. Ihr seht, die bewegen sich jetzt langsam wieder nach links. Und dann auch langsam wieder nach rechts. Und ich finde auch, es kühlt auch richtig angenehm. Ist natürlich keine richtige Klimaanlage, aber es reicht vollkommen, auch für den Preis. Kann man wirklich nicht meckern. Ja, dann können wir hier oben natürlich auch stärker machen, Medium, dann auf High. Ihr hört es auch schon. Hier kann ich noch oben noch cool dazu schalten. Dann kühlt es noch etwas stärker. Ich habe halt jetzt auch kein Eis drin, sonst würde es natürlich noch ein bisschen mehr kühlen. Aber es reicht für mich jetzt erst einmal vollkommen so, um euch auch das Gerät einfach mal kurz vorzustellen. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt.
Vielleicht konnt ihr auch das Gerät ein bisschen näher bringen. Das Außenmaterial ist komplett alles aus Kunststoff. Er ist auch ziemlich leicht, wenn kein Wasser drin ist. Im Wassertank passen auch 8 Liter rein. Das heißt, dann ist er schon etwas schwerer. Ah ja, bevor ich das vergesse, er hat auch Räder. Das heißt, ihr könnt es auch schön rumdrehen, wie es euch gerade passt. Super einfach. Also ein tolles Gerät, wie gesagt, mir gefällt es gut. Ich habe auch noch weitere Geräte, die ich dann testen werde und das euch zeigen. Ah, und hier habe ich noch was gefunden. Hier habt ihr, wo ihr per Hand jetzt den Winkel, wo es hinpusten soll, also rauf, runter, könnt ihr einstellen. Dabei, ja. So, das war's eigentlich. Danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sagt Tschüss. Tschüss. Ciao.